Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jus GmbH, der Kollisionsspezialist. Und heute gibt es ein neues Format, weil ich habe immer mal wieder Videos, die einfach zu kurz sind. Und das sind so 4-Minuten-Videos und 4-Minuten-Videos mag YouTube auch nicht so gerne. Also 8 Minuten ist da irgendwo so der Break, wo man sagt, ab 8 Minuten. Und das Optimale laut Statistik ist zwischen 8 und 12 Minuten. Von daher habe ich mir gedacht, ich habe hier gerade 2 Videos, die vom Thema überhaupt nicht zusammenpassen. Geht beides um Tesla, einmal um Auffahrunfall Model 3 und einmal ein Tesla-Schnack. Aber diese beiden schneide ich heute zusammen und ja, so habt ihr 2 in 1 sozusagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Der erste Teil ist Auffahrunfall Model 3. Wir holen Gutachter wegen Wertminderung. Und Teil 2 ein Tesla-Schnack. Ja, das Auto war hier zur Keramikbeschichtung und naja, seht selbst, viel Spaß beim Schauen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jus GmbH, der Kollisionsspezialist, und mein Name ist Michael Scharnberg. Heute haben wir einen Unfall Model 3 hier und einen Gutachter, der die Schadensfeststellung macht. Das seht ihr nach dem Intro. Und unser Fußboden ist fertig, wir räumen gerade neu ein. Endlich frisch renoviert, wir haben es endlich durchgezogen, wir haben es endlich geschafft. Ja, ich nehme euch mal mit zum Model 3. Nach dem Intro mehr davon. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auf jeden Fall im Haftlichtschadensfall, sprich euch ist jemand in das Auto reingefallen, habt ihr das Recht auf einen Gutachter, der das Fahrzeug begutachtet, falls es auch eine Wertminderung gibt. Dies ist zum Beispiel ein ganz neues Fahrzeug, glaube ich, ne? Ja. Also, moin erstmal. Ja, moin. Mein Name ist Andreas Gasse, ich bin Kfz-Sachverständiger und in diesem Fall für diesen Haftpflichtschaden zuständig. Genau, wir haben ihn angerufen, Kontaktdaten findet ihr unten bei uns in der Videobeschreibung. Genau, das Auto ist wie alt? Das Auto ist Baujahr. Baujahr August 2020, also mal gerade eben 2 Monate alt. Genau, sieht nicht so schlimm auf den ersten Blick, aber damit wir wirklich gleich passendes Gutachten haben, haben wir gesagt, wir nehmen einmal die Stoßstange runter, damit du vernünftig gucken kannst. Richtig. Wichtig ist heutzutage, dass die Schäden von außen teilweise sehr gering aussehen. Dahinter ist aber eine Menge Technik und das kann sehr teuer werden, wenn man da nicht gleich drauf achtet. Das heißt, diese sogenannten Bagatellschäden führen häufig dazu, dass es hinterher eine sehr teure Reparatur wird. Genau. Und deswegen nehmen wir jetzt die Stoßstange runter. Um wirklich zu schauen, ist dahinter was kaputt. Und natürlich gibt es kostenlosen Strom, ne? So, gerade was du eben sagtest, Radarsensor. Deswegen ist es immer wichtig, auch mal eben einmal die Teile zu demontieren, um zu schauen, was dahinter kaputt ist, ne? Genau. Wenn wir einmal hier herschauen, in diesem Fall haben wir hier keine weitere Beschädigung, aber das Risiko, was besteht, ist, dass zum Beispiel ein Radarsensor beschädigt werden kann, der Stoßfängerträger beschädigt werden kann. Der Stoßfängerträger ist ein Verbrauchsmaterial, was nur ein einziges Mal im Unfall eingesetzt werden kann. Danach muss er erneuert werden. In diesem Fall, wie gesagt, keine Beschädigung, aber man sieht es erst nach Zerlegung. Genau. Und die Arbeit machen wir uns auch lieber, wenn ihr von weiter her kommen solltet, können wir alles in einen Abwasch machen. Wir haben auch die Kommunikation mit den Versicherern, von daher alles aus einer Hand sozusagen. Jo, mein Lieber, vielen Dank erstmal und ja, dann bauen wir erstmal wieder zusammen, damit der Kunde erstmal wieder weiterfahren kann. Auto ist verkehrssicher, wir reichen den ganzen Kram jetzt bei der Versicherung ein, den Kostenvoranschlag, dein Gutachten. Und dann, ja, dann geht es im Grunde, gibt es eine Reparaturfreigabe, in der Regel innerhalb von 4 Wochen. Dann machen wir einen Termin, gibt einen Leihwagen und der Kunde hat dann in kürzester Zeit wieder sein Auto heil. Genau. Jo, Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Genau, jetzt hat der Gutachter geschaut. Der macht mir jetzt ein Gutachten. Ich mache nochmal einen Kostenvoranschlag bzw. einen Auftrag. Alles wird mit der Versicherung abgerechnet. Der Kunde hat da gar keine Probleme mit. Da kümmern wir uns drum. Oder im Zweifelsfall sogar der Rechtsanwalt. In dem Fall kümmern wir uns halt drum.
Wir rufen an, wenn die Freigabe da ist, dann machen wir einen Termin. Das läuft alles total reibungslos. Das ist unser Tagesgeschäft und auch dies wollte ich euch einmal zeigen. Wenn ihr noch nicht auf meinem Kanal gewesen seid, würde ich mich freuen über ein Abo, einen Daumen hoch. Ansonsten bleibt mir wieder mal nichts weiter, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund, fahrt unfallfrei und wenn ihr mal was habt, Delle, Beule oder die Garage ist vielleicht geschrumpft und ihr seid da so ein bisschen gegengeditscht, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ihr könnt mich auch kontaktieren, wenn ihr einfach nur Fragen rund um Karosserie und Lack habt, um Keramikbeschichtung. Wenn ihr in einer anderen Stadt zu einer anderen Firma gehen wollt, kann ich das verstehen. Aber wenn ihr ein Problem oder eine Frage habt, ich bin für euch da. Bis dann, eine gute Zeit. Ciao. Herzlich willkommen beim Taxi-Unternehmen Kollisionsspezial Jürs List. Ich fange nochmal an. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Aber ich fühle mich heute wie ein Taxi-Unternehmer, weil ich heute den ganzen Tag, nicht ganz den ganzen Tag, aber den Vormittag, meine Kunden aus irgendwelchen Hotels abhole und zu mir in die Firma fahre. Ein persönlicher Shuttle-Service sozusagen. Und deswegen dachte ich, jetzt links abbiegen auf Kreuzweg. Melde mich mal als Taxiunternehmer. Ja, jetzt holen wir den Herrn Mahngold ab. Und zwar hat er das Model 3 bei mir reparieren lassen, hätte ich bald gesagt, polieren lassen und Keramik beschichten lassen und Hohlraum versiegeln und neue Schmutzfänger dran und also einmal das komplette Paket. Und jetzt rechts abbiegen auf Lindenstraße. Genau, habt ihr gehört, sie haben sich nämlich eine kleine Ferienwohnung in der Lindenstraße genommen. Und da hole ich die beiden jetzt ab und da stehen sie auch schon bereit. Wollen wir mal sehen, was die sagen, ob sie gut geschlafen haben, ne? Guten Morgen. Morgen, die haben mich gar nicht kommen gehört. Da ist er komisch. Moin. Moin. Machen wir mal Winke, Winke. Wir sind wir schon am Filmen. Wir sind schon online. Aha. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal in die Firma und dann zeige ich euch euer Auto und dann drehen wir weiter. Ja, gerne. So machen wir das. Habt ihr gut geschlafen? Ja, es ist die Ferienwohnung ist grenzwertig, aber ist in Ordnung. Okay, alles klar. Also ist nicht der Burner gewesen. Gut, wir sehen uns gleich in der Firma wieder. Ja. So, wir sind jetzt hier angekommen. Wo seid ihr? Wir sind ich gehe mal hier. Irgendwo im Schatten. Genau. Ja. Wer seid ihr denn überhaupt? Ja, wir sind die Familie aus der Kölner Gegend. Aus der Kölner Gegend? Also schon ein paar Kilometer, die wir da gefahren sind. Nur um nach hier zu kommen und unserem Model ein bisschen verwöhnen zu lassen. Ne? Ihr wolltet in Wirklichkeit nur nach Lübeck. Ja, naja. Und habt das eine mit dem anderen verbunden. Ja, genau so. Nein, schön. Ich finde das immer sehr wertvoll, auch für mich, wenn die Menschen wirklich aus ganz Deutschland zu uns kommen. Das ist natürlich auch für die Arbeitnehmer. Es macht einen natürlich auch stolz, dass wir so bekannt geworden sind durch Videos und ja, durch solche Menschen wie ihr, die eben diese Videos mit uns drehen. Vielen Dank dafür. Ja, kein Problem. Genau, ihr seid elektrisch unterwegs seit? Seit Juni. Seit Juni diesen Jahres, aber dann auch doppelt. Ne? Also wir haben nicht nur ein Model 3, wir haben noch einen E-Golf. Ah, schön. Okay. So, und da du ja das gezeigt hast, dass der E-Golf auch sich so lehnen lässt, muss ich das auch bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ja, der Bug ist schon geschlossen, das geht nicht mehr. Ist das ja. Schade, da haben wir natürlich zu spät reagiert. Das haben die jetzt gleich am Sonnabend, im Laufe der Nacht, glaube ich, ist das schon gecancelt gewesen. Ach so. Aber ich habe auch gedacht, ich sitze im falschen Film. Ja, ja. Da war aber mal ganz interessant. Super. Da vorne steht euer Auto. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gerne. Steht auf meinem Parkplatz. Ja, gut. Wer so glänzt. Ja, genau. Weil Glanz einfach sexy ist, ne? Oder wie war das? Ja, sieht er schon. Guck mal, da steht er. Ja, das ist natürlich super. Aber ist ja schon wieder ein bisschen Blütenstaub drauf. Dabei haben wir ja eigentlich gar keinen Frühling mehr, ne? Das macht nichts. Das geht beim Fahren nachher nach Köln wieder runter. Auf jeden Fall. Also das ist ja, wie der jetzt gewaschen wird, habe ich euch schon während der Fahrt erzählt.
Am besten gar nicht. Ja, genau. Habt ihr dann schon ein besonders positives Erlebnis in der Elektromobilität gehabt oder ein besonderes negatives? Positiv. Wenn ich an der Ampel stehe und neben mir will mich jemand versäbeln, das schafft der nicht. Und das mit dem Golf. Das mit Weil Golf. Sie fährt hauptsächlich den Golf. Okay, ja. Aber du magst auch den mal fahren. Ja, sicher. Ist halt eben der große Mann. Ne? Ja, klar. Ja, ja, ja. Also ich fahre ja grundsätzlich auch ganz ungern mit, also ich mag, weil mir einfach schlecht wird auf dem Beifahrersitz. Aber meine Frau sagt auch, früher ging es noch, aber heute ist es eine Katastrophe. Also ich bin ein schlechter Beifahrer. Ich auch, absolut. Also da bin ich echt dann anders. Und du sitzt jetzt die ganze Zeit daneben? Das ist ganz schrecklich auch für ihn. Ja, ja. Aber wenn ich neben ihr sitze, dann ist es eigentlich ganz gelassen. Okay. Weil ich bin so dann der ruhigere Beifahrer. Also ich kann auch am Beifahrersitz einschlafen. Das Ehrlich? Macht mir gar nichts. Ja, cool. Da bin ich also ganz gelassen. Ich habe volles Vertrauen in ihr. Ja, schön. Wir sind seit zig Jahren zusammen. Wir haben drei Kinder, alles gut. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen ist einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber mir wird schlecht und gammelig auf dem Beifahrersitz. Also ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Na? Das hängt auch viel mit der Windschutzscheibe zusammen. Weil du als Beifahrer guckst, dann denkst du, der ist unheimlich rechts. Ja, und dann guckst du mal in den Seitenspiegel und dann siehst du, dass der gar nicht so weit rechts ist. Ist das so? Die Windschutzscheibe beugt das Ganze ein bisschen. Also genau das Gefühl habe ich auch manchmal. Genau. Ja. Der Kannstein kommt immer näher. Richtig. Ja, ja, stimmt. Dann guck einfach nur mal in den Seitenspiegel, dann siehst du, dass der gar nicht näher kommt. Ja, den Trick probiere ich jetzt mal. Ja. Habt ihr auch Tricks irgendwie oder wird euch auch schlecht, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja, einfach eine Sonnenbrille anziehen, dann ist das halb so wild. Ja, genau. Aber der Wagen sieht einfach nur göttlich aus. Ja, schön, denke ich auch. Also das ist toll. Schon eine leichte Staubschicht von ein paar Stunden. Ich meine, das steht seit heute Morgen hier. Ne? Guck mal, auf der Bodohaube siehst du schon... Naja, aber das kommt natürlich bei uns auch. Da oben sind natürlich die Schornsteine und dann die restliche Farbe, die sich dann doch nochmal so ein bisschen hier niederschlägt, ist natürlich so ein bisschen Staub. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem angenehmen Teil, dass du jetzt gibst die Kohle und dann... Nee. Und ihr bleibt jetzt aber nicht noch eine Nacht. Normalerweise wolltet ihr noch eine Nacht hier. Wir wollten noch eine Nacht bleiben, aber jetzt, wo der Wagen so schön und sauber ist und fertig ist. Wollt ihr nach Hause, im Bett schlafen, eigenen. Das ist, was sagt der Kölner, wenn er drei Tage den Dom nicht sieht, ne, dann muss er nach Hause. Okay. Das ist einfach so. Ja. Okidoki, die Sonne scheint. Ich habe jetzt gleich noch einen Kunden abzuholen, auch ein YouTuber. Lasst euch überraschen, auch da kommt noch demnächst ein Video. Und mir bleibt dann nichts weiter als euch eine gute Fahrt zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und ich bin gespannt, was ihr dann so berichten werdet mit eurer Keramikbeschichtung. Ja, werden wir machen. Alles klar. Gut. Euch eine gute Zeit, bleibt alle gesund. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal gewesen seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Aber mindestens einen Daumen hoch. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. 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 Ersten Mal bei uns auf dem Kanal. Ja, ist ein Tesla-Schnack. Ja, und von daher habe ich mir gedacht, schneide ich diese beiden Videos einfach mal zusammen und zeige euch jeweils, dass ich das nochmal mache, weil das doof war.